Servus zusammen. Heute geht's auf das Burgfest nach Hilpoltstein. Und heute ist wirklich viel geboten, denn es ist volles Programm. Der Eintritt ist umsonst. Wir haben Hauptprogramm von Gauklern, von einer Greifvogelvorführung, von Feuertänzern. Jeder kleine Stand nebenbei macht auch nochmal seine eigenen Vorführungen, ob es jetzt der Alchemist ist oder der Schmied. Es gibt ganz tolle Stände, wo man sich Halsketten oder Bögen oder Kleidung kaufen kann. Wir haben eine Liveband dort. Wir haben auch für Kinder sehr viel dort geboten. Und zwar Gesichtsbemalung, eine Märchenstunde, Kindertöpfern und Geschicklichkeitsspiele für die Kleinen. Natürlich gibt es auch sehr viele Essensstände. Und die Brauerei Pyras braut extra für das Hilpoltsteiner Burgfest ein eigenes Bier. Ich zeige euch jetzt meine Eindrücke von dem Fest. Kannst du dich auf 3, 2, 1, 2, 3!
Auf einmal hatte sie das Gefühl zu fliegen, was sie auch tat, nämlich aus dem Fenster. Zum Glück landete sie in seinen starken Armen und fand bald festen Boden und Füße. Die beiden fassten sich an die Hände, sie fanden das sehr erhebend. Doch schon bald nach neuen Abenteuern ausschaut. Dino. So dachte sich was, wo willst du rein? Und er lud sie auf eine Kreuzfahrt. Es ist dann leider untergegangen. Doch die beiden konnten schwimmen. Und so erreichten sie letztendlich eine einsame Insel. Wow! Palmen am Strand, wie schön! Sie genossen ihre gemeinsame Zeit, verliebten sich wieder ineinander, die Welt drehte sich wieder, hatte die Prinzessin das Gefühl zu fliegen. Doch dann kam wieder mal der große Absturz. Die Höhe, die Höhe. Und dann ging alles wieder in den Los. Und von vorne. Die Welt überschlug sich und so weiter. Sie brauchten einen Ausgleich, brauchten Ruhe in der Beziehung und mit Donald fanden sie wieder ihre Mitte. Und die Beziehung kam. So. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann trägt der Prinz die Prinzessin immer noch auf einer Hand.
Ihr müsst aber verzeihen, wir haben hier Gäste dabei, die uns unterstützen, weil mein Trainingskollege, mit dem ich normalerweise gekämpft hätte, leider beim letzten Kampf nicht mehr aufstehen wollte. Ich musste auch Gewalt anwenden, um mein Schwert wieder rauszuziehen. Ist halt so. Nein, Spaß. Der wurde vor 2 Wochen Vater und hat dann natürlich gerade aktuell andere Prioritäten. So, was wir jetzt hier machen heute ist, wir zeigen euch mal die Klamotterie, die Ausrüstung von einem Kämpfer, von einem einfachen Menschen aus dem Mittelalter und auch in dem Sinn, wir stellen ja ungefähr das 13. Jahrhundert dar. Es gibt aber auch hier der Tross aus dem 15. Jahrhundert, der schon wieder eine komplett andere Ausrüstung und Klamotterie hat, wie wir jetzt hier. Die Klamotten benennen kann am besten der Tommy, der richtet sich gerade noch kurz fertig. Und derweil würde ich sagen, kurze Geduld. Sobald die Sache mit den Klamotten dann durch ist, erkläre ich nochmal kurz was zu den Waffen, weil auch hier einiges natürlich zu erzählen ist. Und desto mehr Leute mir dann nachher zuhören mit den Waffen, desto weniger muss ich jetzt nachher bei uns im Lager erzählen. Der Grund, warum meine Stimme so fertig ist. So, Tommy, bist du da? Ich glaube, ja, man kann mich auch hören. Ich halte das Ding jetzt einfach, dass ich von der Hand bin, ist ganz angezogen. Ja, wir haben hier Landsknechte bei uns. Ihnen ist es vielleicht aufgefallen, als Sie von da hinten hochgekommen sind, sind Sie am Landsknechtlager vorbeigekommen und haben dann zu unserem Lager, dem fränkischen Fußvolk, fast 250 Jahre überschritten. Soweit sind wir modisch auseinander. Und wir machen jetzt dieses Mal die Rückreise. Das heißt also, wir schauen uns an, wie es so um 1525 bei den Landsknechten ausgeschaut hat. Dort schon ganz klar italienische Einflüsse der Mode. Die haben ganz bunte Farben an. Sie sind am Schlachtfeld gerne mal verletzt worden. Deswegen zeigen sie an ihrer Mode auch von Anfang an schon Schnitte in der Kleidung. Und was man auch sieht, die gehören zusammen als ein Landsknechtstross. Aber jeder hat was anderes an. Das hängt damit zusammen, die Landsknechte hatten einfach keinen Uniformzwang. Jeder durfte anhaben, was er tragen wollte. Und man hat halt auch das getragen, was man so praktisch im Kampf nutzen konnte. Beziehungsweise hier den René ist zum Beispiel im Kampf mal ein Hosenbein abhanden gekommen, dann hat er sich einfach unten eine kleine Bordüre dran gemacht, dass er sich wieder ein Wadenkleid dran nesteln kann. Was man auch noch sieht, die Federbuschen sind zum Teil mit dran und je nachdem, ob sie nach oben zeigen oder nach unten zeigen, hat es irgendwie eine andere Bedeutung. Und nach vorne und nach hinten zeigen. Ergänzt mich jetzt gerade kurz? Ja. Hallo, grüß euch. Ich ergänze jetzt kurz, darf ich? Ja, natürlich. Weil ich kenne mich bei mir gut aus, bei dir. Also, kleidungsmäßig, wir sind sehr bunt. Wir wurden oft mit Stoffen belohnt vom Kaiser, die wir uns nach dem Mordieren aneignen durften. Und aus diesen Stoffen hat jeder genommen, was er konnte. Die Stoffe waren nicht so riesig wie jetzt, also die Bahnen waren nicht so riesig. Deswegen hat man für größere auch mehr Schnitte gebraucht, also im Endeffekt mehr Stücke, eine Hose und sowas. Und dieses Geschlitzte hat den Hintergrund, dass man oft auch Sachen genommen hat, die man auf dem Schlachtfeld einer Leiche oder jemand, der fast tot war, ausgezogen hat. Und wenn man gemerkt hat, oh Mann, das ist ein bisschen klein, da machen wir mal ein paar Risse und Schnitte rein. Und dann war es auf einmal passend. Was die Adligen sich dann abgeschaut haben, dieses Geschnittene, und es wurde dann stark so in der italienischen Mode, das wurde von den Landsknechten abgeschaut. Und natürlich kann es auch sein, dass man so eine halbe Hose gebraucht hat, weil die halbe Hose jetzt wie bei mir so verloren gegangen ist, da hat man sich dann eine halbe Hose abgeschnitten von irgendwo und hat die dann mit dran genäht. Oder vielleicht hat man auch nur eine halbe gefunden, weil das Bein irgendwo anders lag. Mein, in der Schlacht geht halt so. Dann haben wir die Hüte, die Feder. Also wir haben jetzt ganz viele Barette. Ich habe eine ganz normale Haube jetzt auf. Grundsätzlich unten drunter hat man immer die Bunthaube getragen. Das sieht man hier recht schön. Gegen Ungeziefer. Wir hatten viel Läuse, viel Flöhe und es war Unterwäsche. Also die hat man grundsätzlich getragen. Die gab es auch gepolstert, wie bei ihm unterm Helm. Tu mein Helm runter. Geht es? Du sollst deinen Helm runter, ey. Richtig auf.
kurz da. Ja, klar. Das ist übrigens ein Schaller, den ihr jetzt gerade auszieht. Wir haben jetzt zwei Schaller, beide mit Kragen. Hinten schützt den Nacken. So, jetzt sieht man diese gepolsterte Bundhaube, das heißt, ihr seht den Schlag noch ab, wenn er einen draufkriegt. Genau. Wir haben natürlich auch Gambison getragen, das heißt er, die Polsterung unten. Das ist ein Gambison, der ist auch ausgestopft mit Stoff oder mit Pferdehaar, habe ich gestern mitgekriegt. Von ihm. Und darüber haben sie Kettenhemden teilweise getragen. Das ist ja ganz tolles, das ist vernietet, da ist jeder Ring einzeln vernietet. Es müssten 4 in 1 sein oder es sind 6 in 1 sogar. Und das ist auch ein 6 in 1 nicht vernietet. Also das hat man zum Schutz des Körpers getragen in der Schlacht, dass Klingen nicht durchkommen. Also das war dann schwerer. Darüber hat man Platte getragen, zum Beispiel Plattenhandschuhe, die der Kollege mit dem Schaller anhat, um die Hände zu schützen. Man hat auch Brustpanzerungen, Rückenpanzerungen, Kragenpanzerung, Beinlinge, Armlinge. Teilweise haben sie ausgeschaut wie die Ritter. Die Landsknechte hat man auch getragen. Schuhwerk hat man Stiefel gehabt, Holzschuhe und auch Kuhmaulschuhe. Jetzt musst du mal du deine Füße zeigen. Das ist ein Kuhmaulschuh. Das ist auch ganz groß Mode gewesen. Und die Socken waren immer gestreift in irgendeiner Form. Das gab es auch so. Das ist auch bei dieser Mode. Machen wir mal weiter. Jetzt haben wir die Kleidung, dann machen wir weiter bei den Waffen. Da haben wir jemanden mit einer Saufeder. So, das ist eine Bauernwaffe. Das ist eigentlich zum Schweinepieken ist es eigentlich, oder zum Jagen, also Jagd oder Bauernwaffe. Weil ihr müsst euch vorstellen, die Landsknechte, die gekommen sind, waren arme Handwerksgesellen. Die hatten nicht selber viel Geld, haben aber als Landsknecht auf dem Feld das Doppelte verdient. Also du hast 2 Gulden gekriegt, als Handwerksgesell hast du nur 1 Gulden gekriegt. Und da haben sie sich für die 2 Gulden natürlich eine Waffe kaufen müssen. Die haben nicht die Waffe dazu gekriegt. Also so ein Spieß hat zum Beispiel, ich glaube, 2 Gulden gekostet. Und da hat man halt dann am Anfang genommen, was man hatte, ein Dreschflegel, eine Mistgabel oder irgend sowas. So, als nächstes haben wir helle Baden dabei. Das sind Distanzwaffen. So, genau. Ihr seht ja helle Baden. Du kannst weiter mitgehen, greif einmal ein bisschen an. Geht es? Und sie haben viele Spitzen, Kanten und Ecken. Das ist ganz gut, weil jede Spitze, die trifft, verletzt. Na? Also wir waren recht roh, wir haben gerne viel verletzt und unsere Waffen waren auch immer dreckig. Weil Bakterien macht Freude in der Wunde. Na? Der kommt morgen nicht mehr, wenn er mit Fieber im Bett liegt, weil seine Wunde schwert. So, ihr könnt mal zurückgehen. Ganz lange Waffen, für uns kennzeichnend, waren die Langspieße. Die Langspieße wurden in einer Phalanx von 50 nebeneinander, 50 hintereinander benutzt und wurden gegen andere Langspießtruppen und vor allem auch gegen Reiterei benutzt. Da habt ihr aufgemerkt, stellt die Spieß gegen Reiterei. Also die wurden ziemlich so mit dem Fuß hinten gehalten, in den Boden gerammt. Und wenn da ein Pferd reingelaufen ist, dem ging es danach nicht mehr gut. Vor allem, wenn es so 50 oder 60 Stück waren. Landsknecht aufgemerkt, stellt die Spieß gegen Fußvolk. So, hier fehlt uns leider für die Phalanx ein dritter Spieß, weil ich bin jetzt hier angekommen, ja, mit meinem Gassenhauer zum Beispiel. Und bin jetzt hier reingegangen. Ja. Habe ich den weggedrückt? Den, wenn ich hier war, war hier nochmal ein Spieß und der hat meinen Kopf weggeschossen. Der war so gestellt, den habe ich nicht gesehen. Also der war ganz gefährlich, der war so gestellt. Und hinter denen haben die Spieße alle aufgetragen. Die Spieße auf. So, und wenn ihr euch vorstellt, dass die dann aufeinander zugegangen sind, 50 für 50, ja, da haben die auch Angst gekriegt. Und wenn sich einmal einer umgedreht hat und hat gedacht, naja, ich gehe lieber, dann hat der Hintermann abgestochen. Weil es gab es nicht, Flucht vom Feind gab es nicht. Also die wurden von den eigenen Leuten niedergeschossen. Und dann haben wir natürlich, jetzt ist dann, bin ich mit den Bietenhähnen im Haufen drin, jetzt habe ich so ein langes Schwert, mit dem kann ich in dem 50-50-Druck gar nichts machen, weil ich mich nicht bewegen kann. Darfst du mal halten, schnell?
Da hätte ich jetzt hier meinen Katzbeiger genommen, auch typisch für uns, eine typische Landsleitwaffe, mit Parierstange. Und damit kannst du wirklich kurz neigen und dann im kurzen Falten. Ne? Also da kannst du eng zusammenarbeiten, auch wenn du nicht viel Platz hast. Und Katzbeiger deswegen, weil man sagt, es hat ausgesehen, als wenn sich Katzen raufen, wenn die Landsknechte sich mit diesen Schwertern gegenübergestanden haben. Und dann kann ich wieder zurückgehen. Was auch noch war, man hat als zweite Theorie gesagt, die wurden in Katzenfällen getragen. Kollege hat jetzt ein Marderfell, glaube ich. Das ist ziemlich authentisch. Könnte auch sein, man weiß nicht, was ist. Ich glaube, das erste eher. Was haben wir noch? Ah ja, genau. Meinen Flammenberger. Hier, meinen Bienenhändler. Man weiß nicht, ob es nur eine Druckwaffe war, die man sich vor das Zelt gestellt hat, oder ob man wirklich was damit gemacht hat, weil es wird gesagt, man hat Gassen in die Spießer aufgehauen, um die Spießer auseinander zu treiben. Du hast aber damit keinen Spieß abhauen können aus Esche. Das hast du nicht geschafft. Die Wucht hast du nicht aufgebracht. Vielleicht riecht die Spieße. Man denkt, wahrscheinlich hat man es damit auseinandergedrückt. Und dass man vorne vielleicht noch eine Klinge zum Zustecken hat. So, was habe ich vergessen? Ah ja, genau. Was anderes Schönes ist auch noch mein Gürtel. Das hier ist auch schön. Das ist ein Panzerstecher. Das ist ganz toll bei Kettenhemden, weil ich da nämlich schön durchkomme, durch die Ringe. Den kann ich durchrammen, auch durch das Metall kriege ich den durch, wenn ich mit genug Wucht zustecke. Seht ihr, der ist ziemlich massiv. Und damit hat man im Endeffekt geschaut, dass man durch die Kettenhemden durchkommt. Ah ja, für Seeschlitz ist auch schön, sagt er. Also komme ich auch in den Schaller oben rein. Also wundervoll. Schau. Klasse. Dann schaut er mich nicht mehr an, wenn ich das zweimal mache. So, Landsknechte haben wir Fahnen mitgehabt. Die Fahne war das Allerwichtigste im Landsknechtshaufen. Das war das Ein und Alles im Landsknechtshaufen. Man hat wenige gefunden, die das Ding aufgegessen haben, dass der Feind nicht hat. Also es ist auch ganz, ganz wichtig für die Landsknechte, dass wir immer Fahnen statt Daten haben. Und mit diesen Fahnen haben wir auch unsere Kommandos gegeben. Auch über weite, weite Strecken hinweg. Da hat man dann Nürnberger Rosen spezielle Formationen gestellt, wo der sich oben drauf stellen konnte am Ende und wo er dann mit der Fahne Signale an andere, an ferne Haufen geben konnte. So, habe ich was vergessen? Das ist ein kleiner Landsknecht. Die waren meist nicht auf dem Feld dabei. Aber wahrscheinlich im Tross, weil wir im Tross alles mitgenommen haben. Hey, langsam. Wir haben im Tross alles mitgenommen. Wir hatten Rinderherden, Schweineherden, Schafe dabei, wir hatten Schneider dabei, wir hatten Zuderer dabei, die gekocht haben. Wir haben alles dabei gehabt im Tross. Also es war ein langer Wagenzug und die waren so lang, dass wenn der erste stehen geblieben ist, der letzte erst losgelaufen ist. So, soweit zu unserer Zeit. Wunderbar. Dann ein herzliches Dankeschön an die Landsknechte. Einen donnernden Applaus und Jubel gibt Handklatsch. Vielen Dank. Und dann dürft ihr gerne euer Kommando zum Abdrücken geben. Und bitte dort einmal die Tür aufmachen oder das Seil aufmachen, dass die Landsknechte hier nach außen können. Und dann geht's weiter. Da ist auch ein Unterschenkel, aber da war eine Ultralangenschlange da, ne? Hast du dich aufgemerkt? Aufgemerkt! Die werden auf! Die werden auf! Ja, auf die Wehr! Hoch! Komm, jetzt voran, zieh da! Ja! Das sieht auch. Das ist auch. Jawohl! Applaus, bitte, komm, jetzt geht's. Also, die Sandra hat den Odin auf der Faust. Der Odin ist mittlerweile 13 Jahre bei uns, ist ein Sakerfalke, die hauptsächlich in Asien vorkommen. Kinder, die Falken sind die schnellsten Tiere, die wir draußen kennen. Da gibt es Falken in Amerika, die haben die Sturzfluggeschwindigkeiten gemessen von Wanderfalken. Was glaubt ihr? Wie schnell ist es ein Wanderfalke im Sturzflug? Der Odin ist nicht recht viel langsamer. 2,96. Du warst nicht gefliegt, du warst jetzt schon da, gell? Ich kenne dich noch. Aber gut aufgepasst, sehr gut. Sag's laut. 396 Stundenkilometer war der schnellste Falke, den die Falker eben gemessen haben. Kinder, das heißt jetzt aber nicht, dass alle Falken mit 300 bis 400 durch die Fliegen brennen, sondern die fliegen einfach so schnell,
wie sie fliegen müssen, um ihre Beutetiere zu erreichen. Die Falken sind, was magst du für einen Indianer sonst? Alles gut, Bub. Die Falken sind hauptsächlich Vogeljäger. Ja? Und dementsprechend ist klar, wenn eine Taube 120 fliegt, dann muss er 130, 140 fliegen, damit er dementsprechend die Taube erreicht. Wie tötet der Falke nun seine Beute? Wer weiß das noch? Wie? Nein, der fängt sie mit den Krallen und tötet mit dem Schnabel. Bin begeistert. Ihr habt richtig gut aufgepasst. Er ist ein Bisstöter. Und das ist auch der Grund, warum wir die Vögel nicht streicheln lassen. Könnt ihr mir das ja vorstellen? Ich habe natürlich gehört, jetzt schon, wie ich durchgekommen bin, ah, ist der nett, den möchte ich auch streicheln. Nein, streicheln ist nicht bei uns. Streicheln dürft der Hunde, Katze, Maus. Die wollen das, die kannst streicheln bis zum Umfallen. Aber der Greifvogel liebt das nicht. Er fliegt. Ja. Komm her, Elster, bleib da stehen. Odin. So, jetzt pass auf. Dann brauchen wir ein Chicken McNuggets. Odin. Hopp. Ja, und schon ist er da. Aber ich tue es ihm weg. Sonst kann der Papa den fotografieren, weil der Odin klaut. Ja, sucht sein ihr Kind aus. Habt ihr es? Und jetzt kriegt er sein Leckerli. Okay. War das schön? Hat er noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn eines von den Kindern jetzt hergegangen war und hätte noch den Vogel geschlagen oder irgendwie was Unangenehmes macht, der Vogel kann so beleidigt sein, dass er nicht einmal noch zu mir hergeht. Und das ist das Besondere bei uns an der Falkenerei. Es ist eine ganz andere Tierhaltung, als wenn sie ihren Hund haben. Ja? Wenn ein Hund, der stammt vom Wolf ab, Kinder, der ordnet sich unter. Der ist im Endeffekt in der Familie. Die Familie ist sein Rudel. Jetzt passiert aber voll. Geh gleich vierte mit Mama und mit dem Henry. Der verinnerlicht, ja? So, Vorsicht. So, der hockt sich bloß dann auf und frisst. Der hat nämlich geklaut. So, jetzt schaut es euch genau an. Und jetzt ist eigentlich das, was ich überhaupt nicht mag. Weil nämlich der kleine Vogel oftmals auch Beutetünung ist, da braucht es bloß irgendwo ein Sperber rumhocken, sieht den bunten Vogel und dementsprechend kann es sein, dass er ganz schnell weg ist. Der Henry ist 8 Jahre alt mittlerweile bei uns und in dem Moment ist klar, einmal wollten ihn Krähen fangen und fressen und einmal war ein Sperber hinter ihm her. Heute bei der ersten Flugvorführung ist da oben ein Turmfalke gekreist. Selbst der Turmfalke, der ja unser kleinster Greifvogel ist, den wir bei uns in Bayern haben, selbst der ist dementsprechend eine Gefahr für diesen kleinen Vogel. Ja? Was möchte er mit seinen 85 Gramm? Ein Turmfalkenmännchen als kleinster Greifvogel wiegt schon 180, 190 Gramm. Ja? Also der Henry hätte gegen den Vogel keine Chance. Was fressen die? Die holen sich Libellen, die holen sich Käfer. Komm her mit. Der Henry ist bei mir im Waldklassenzimmer. Da hat er einen Lieblingsort, das ist der Ameisenhaufen. Da holt er sich ein paar Snacks und dann, ja, jetzt bleibt er stehen. Das darf man sagen, der Mo hat einen Vogel. Ne? Und diese Kleintiere sind die Hauptbeutetiere dieses kleinen Falken. Es gibt noch kleinere Falken. Die Zwergfalken, die in Afrika oder in Südamerika vorkommen. Er wiegt heute 85 Gramm, diese Vögel wiegen 40 bis 50 Gramm. Und die waren mir dann doch ein bisschen zu klein. Da meinst du, der Kessimotte kommt daher. Und dementsprechend ist es dann ein bisschen schwierig. So, jetzt passt auf, Kinder, jetzt kommt der Tiger. Alles Essen weg. Ja? Was? Ja, gestern ein Bresen klaut, heute. Also ein Adler kann ohne weiteres einmal 14 Tage vollkommen ohne Futter auskommen. Ja? Das ist kein Problem für den. Aber
Essen Sie mal 14 Tage nichts, sonst würden wir auch überleben. Das zehrt aber an der Lebenskraft. Ganz eine klare Ansage. Und deswegen, Tiger! Hopp! Schmeiß ihm was, der fliegt weg. Den muss man immer bei Laune halten, den Lümmel, weil sonst geht er hinter ihn und sucht sich wieder einen Stritzel vor. Komm her! Kinder, wir haben. Und schon liegt wieder drumherum. Also da müssen wir an die Franken noch arbeiten. Gell? Nicht einfach immer Lebensmittel wegschmeißen, weil ihr seht selber, pass auf, der kommt schon wieder. Das sind der Kampfhaltung, ey, pass auf. Jetzt wird es interessant. Tiger, komm her. Schau her, Tiger, hopp, 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 da geh lieber. Ja, müssen wir jetzt ein bisschen bei Laune halten, jetzt kommt er zu euch drauf. Tiger, komm. Hopp. Schau her, ganz nah zu euch, okay? Du fühlst den Stecker auch gleich. Schau her. Und, oh. Das war schlecht geschmissen von mir, Entschuldigung. Nimmst du, da schau her. So, also. Wenn der Tiger in seiner Größe bis zu 30 Jahre alt wird, dann kann also ein Steinadler, der noch viel größer ist, oder ein Seeadler natürlich noch älter werden. Was willst du jetzt schon wieder? Tiger, schau. Beeil dich, hol das Haxerl. Und wir haben einen Steinadler, einen Schorsche, der ist 18 Jahre alt, eine Glück. Und haben wir einen jungen Steinadler, einen Wickel, der ist jetzt 5 Jahre alt. Alt werden können beide um die 40 Jahre. So, schau, der Security, der schaut schon ganz böse, Tiger. Okay? So. Ja, was soll ich machen? Sag ich hier, der will weg und tue nur eins Auto. Der spinnt halt. Aber. So. Sind die Geier. Und dementsprechend, ich glaube, warum macht ihr das? Weil das hat einen Grund. Der Tiger war ein halbes Jahr bei mir. Ich bin bei einem Kindergarten, 50 Kinderhocker von mir, ich sage, Kinder, Essen weg, jetzt kommt der Klaui. Ein, das holen wir dann. Dann war ein Bub, hat sein Wiener Würstchen bloß ein bisschen in die Seitentasche von der vom Rucksack steckt. Adlerauge hat das natürlich sofort gesehen, ist sie, hat die Wiener geklaut, ist im Wald reingeflogen, nach 10 Minuten ist er wieder gekommen, hat jeden Rucksack durchsucht, den er finden konnte, in der Hoffnung, dass da nur ein Wiener Würstel drinsteht. Es war halt leider keins mehr da, aber seitdem, seit 19 Jahren, untersucht er jeden Rucksack, geht bei den Kindern auf und ab, weil der kann ja irgendwas runterfallen. Und jetzt muss ich eines sagen, man sagt, das sind ja Fleischfresser. Ne? Nichts Tofu lutschen oder was der Teufel was. Nein, Fleischfresser. Und dann kommt er und frisst die ganzen Brezen von den Kindern zusammen. Die Adler werden mit 5 Jahren dementsprechend geschlechtsreif, suchen sich dann einen Partner und fangen an, Junge groß zu ziehen. Das dauert bei diesen großen Vögeln so, weil ganz einfach diese großen Vögel ein langes Leben haben. Naturgemäß ist 20 Jahre. Für ein Wildtier ein langes Leben. Ja? Und wenn so ein Adler dann 15 Jahre Nachkommen produziert, dann hat er sein Soll dementsprechend eben erfüllt. So, meine Damen und Herren, die Sander geht jetzt noch rum, ihr könnt Fotos machen. Ich möchte mich bei euch recht herzlich bedanken, ihr wart ein super Publikum, ihr Kinder einwandfrei, okay? Und wenn wir dürfen, kommen wir nächstes Jahr wieder und stellen euch dann wieder neue Greifvögel vor. Nochmal herzlichen Dank an die Securities, die uns immer so unterstützen. Kommt gut heim, bleibt gesund das Jahr und dann sehen wir uns wieder. Viert euch! Soll die beste Feier mal zu Ende gehen? Lass
erst von der Burg wundern und dann kam ich auch. Ich bin von der Burg, da war nicht mehr. Keine Sorge. Das Ding. Das schaut ja toll aus. Das ist ein Riesenteil. Du musst dich erst mal schlau machen und dann können wir uns streiten. Ich habe wenig Schlaues gehört bis jetzt. Was? Das reicht. Ja. Das verstehe ich mit dir nicht mehr weiter. Das war das Burgfest in Hilpoltstein. Ich fand's ziemlich cool. Schau doch gern mal selber vorbei. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Servus!